aber abgespeichert, das ist schon mal gut. Okay. Bitte lass es uns bald geschafft haben, bitte. Der Hahn ist nicht gerade freundlich. Dabei habe ich doch ganz freundlich gefragt. Oder Raven? Wasser. Was? Wie wenig Leben wir haben. Komm mal. Gar nicht, der hat ihn gar nicht abgezogen. Habt ihr das gesehen? Nichts abgezogen. Okay. Gut gemacht. Du hättest anregen nicht fangen. Er ist langsam an seinen Kräften angelangt, an seiner Grenze. Oh nein. Nein. Was muss ich denn machen? Der renegiert sich wieder, das geht nicht. Der regeneriert sich. Nicht cool, Mann. Das gibt's doch nicht. Er spuckt die Hoodlums aus. Die verwandeln sich zu diesen mit den Knarren. Also mit den Pistolen. Und dann nimmt er wieder seine Energie von denen. So ein gemeines Luder. Aua. Wir haben es bald geschafft, Freunde. Ich hoffe, ich schaffe es ohne abzukratzen. Das wäre so geil. Ich bin schon drauf Feuer, aber es wird nichts. Wenn ich davon rede, dann wird das nichts. Deswegen halte ich das jetzt meine Klappe. Also, von dem. Ohne zu sterben. Weil ich denke, dass du was gewinnen wirst. Boah, nochmal. Du obst ja. Wie viel Muni das Ding auch hat, unsere Kanone. Weil die wird damit guter Energie angetrieben. Und davon gibt es genügend auf der Welt. Na komm. Boah, Leute, wenn ihr wüsstet, wie anstrengend das ist die ganze Zeit. Ich krieg hier noch gleich einen Krampf. So, komm her. Haltet durch, Andy. Wir werden nicht rennen. Halt's Maul, du Schwachkopf. André, er ist da. Hast du gehört, Raymond? Er hat mich Schwachkopf. Oh, wie süß. Er weiß, was mir gefällt, mein Handy. Nur gut, noch mehr Hoodlums abschlachten. Der gute Rehflug ist so gut wie am Ende. Okay, wir haben es bald geschafft, Freunde. Noch einmal, denke ich. Und dann geht's ab zum Abspann. Denke ich mal.
ganze Kräfte noch mal zusammensparen. Oh, das. Aua. Aua. Nein, nein, nicht nachlassen. Voll konzentrieren, tut mir leid, Leute. Wir haben es ja bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Das wären locker 3 Folgen. Nur wie wir versuchen, hier diesen scheiß Reflops zu töten. Natürlich hätten wir das nicht ohne die Hilfe von Globox geschafft. Unser guter Kumpel. Auf Globox kann man sich immer verlassen. Boah, das ist jetzt. Nein! Nein! Scheiße! Nein! Na bitte. Klar kommt das weh. Lass mein Handy laufen und wir werden ganz nett zu euch sein. Wir tragen das. Lasst Handy laufen und wir werden ganz nett zu euch sein. Ach ja, je. Jetzt müsste es doch bald mal gehabt haben, oder? Was ist das nicht da vorne von einer? Tschüssi. Komm schon, der muss doch mal jetzt langsam sterben, oder? Das geht doch so nicht. Ach, und auf zur nächsten. Oh Mann, der... Jetzt komm schon. Komm schon, bitte. Wir haben es groß geschafft. Das sage ich schon die ganze Zeit, oder? Oh, hat sich gerade regeneriert? Verfickte Schild. Oh Leute, die sind auch fast weg. Das sieht nicht gut aus. Nein, scheiße. Nein! Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, 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 alter. Alter, alter. Nein! Nein! Fuck, 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 fuck. Ja! Alter! Oh! Nein! Wir haben es geschafft. Oh, so wenig Leben. Und wir haben es geschafft. Alter. Habt ihr gesehen, wie wenig Leben wir noch hatten? Habt ihr das gesehen? André, du kleines Miststück, du Wichser. Globox, hilf mir! Ach, Grinse, was? Haha, wir haben ihn in einen Hutlum verwandelt. In einen roten Lumen. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Und wer ist die? Wieder am Anfang angelangt. Da können wir die Nacht wohl in Ruhe beenden. Hey, was ist los, Globox? Es ist Andy. Oh. Ich vermisse ihn so. Weißt du, er ist jetzt glücklicher. Schau die roten Looms, wie zufrieden sie aussehen. Mir egal. Ich will meinen Andy. Oh. Besser nicht. Außerdem weiß ich nicht, wie man das macht. Wir müssen einem roten Loom Angst machen. Du sprichst von einem Einfall. Ich frage mich, wer an so etwas Spaß hat. Und das war sie. Die Geschichte mit Raymond und Globox.
wie sie die roten Looms vor André gerettet haben. Doch ist es wirklich das Ende? Leute, wir haben es geschafft, Rayman 3 Hoodlum Havoc durchzuzocken. Und der Kleine hier geht gerade voll ab. Und die Produzenten. Ah, ich weiß nicht. Es ist so ein hammergeiles Spiel. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es war jetzt doch nicht so lange. Scheint doch ein etwas kürzeres Jump'n'Run-Spiel zu sein. Also, wir sind ja kein einziges Mal gestorben. Das will ich noch anmerken. Vielleicht liegt es daran, an meinen unglaublichen Skills. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Und man hört die geile Musik. Ja, auf jeden Fall hat großen Spaß gemacht. Ich werde vielleicht demnächst mal wieder irgendwann mal ein Rayman Let's Play machen. Vielleicht von den älteren, vielleicht von den neueren. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, viel Spaß. Und wie man eigentlich am Abspann gesehen hat, dass der André wieder zurückgekommen ist und dass vielleicht noch ein neuer Teil rauskommt, ist ja bis jetzt nicht passiert in den nächsten 10 Jahren. Also müssten wir uns überraschen lassen, ob da noch was kommt. Aber wir haben ja sowieso noch was zu tun mit Rayman Legend und Rayman Origins, was natürlich auch einen Heidenspaß macht. Oh, Leute, Leute. Zum Schluss, das tut mir echt leid, dass ich nicht so viel geredet habe, aber was sollte ich machen? Man ist halt doch eine ganze Weile angespannt beim Endgegner und die zusätzlichen Spielserien von Jan Massen, Manson und den anderen. Zusätzliche Grafik, Vincent, Golombell, Bertrand, Israel, Pierre, Truong, Manu, Haus und so weiter und so weiter. Einen großen Dank an all den tollen Leuten, die dieses Spiel überhaupt möglich gemacht haben. Und der Kleine dazu geht natürlich auch super ab. So sehe ich auch aus, wenn ich im Club tanze. Genauso und nicht anders. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es hat wieder einen Haufen Spaß gemacht und ich werde natürlich weiterhin die Let's Plays weiterführen. Leider bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was das nächste Let's Play wird. Ich habe überlegt, vielleicht wieder in Richtung Shooter. Vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Rätsel. Das kann natürlich auch mal gehen. Ich meine, wir hatten jetzt als erstes einen Shooter. Jetzt einen Jump'n'Run. Da würde sich ein Rätselspiel eigentlich auch ganz gut machen. Aber ich bin noch nicht ganz so sicher, weil ich nicht so der Rätselfan bin, weil ich da immer sehr schnell aufgebe. Und ja, die Tester aus Paris, die kann ich jetzt sowieso nicht gut aussprechen. Und der Testleiter Montreal, Stefan Leary, oder wieder ausgesprochen wird, ich kann das leider nicht so gut. Ah, Tester Montreal, das sind doch wieder einige. Puh, haha, ich freue mich doch. Vor so langer Zeit habe ich das Spiel durchgespielt und jetzt wieder. Nach 5-6 Jahren und ich freue mich einfach bloß. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist ja eigentlich nichts Besonderes an dem Spiel, aber irgendwie bin ich doch mit der Kindheit doch sehr damit verknüpft. Und ja. Ich werde in der Nacht so ein Ohrwurm von diesem Lied haben, weil es einfach mal extrem geil ist. Auch allgemein die Lieder, die hier bei Rayman 3 gespielt wurden, sind ja doch ganz schön fantastisch gewesen. Und ja, vielleicht könnt ihr mir auch vorschlagen, was ich als nächstes spielen soll. Auf Vorschläge lasse ich mich immer gerne ein. Dann muss ich nicht so lange nachdenken, was ich spielen soll. Am besten ein Spiel, was ich schon habe. Nein, Quatsch. Am besten eins, was ich noch gar nicht kenne. Macht immer noch am meisten Spaß. Obwohl ein Spiel, was man schon etwas länger nicht mehr gespielt hat, wie Rayman 3, macht natürlich dann auch wieder Spaß. Weil dann die ganzen schönen Erinnerungen hochkommen. Vor allem, wie ich mir die Knarren das früher so vorgestellt habe. Ach ja, Globox wurde von Guilio Horn gesprochen. Und Rayman von Vittorio Alferie. Fieri. Oh Gott. Ist das peinlich. Egal. Ich tanze gerade ein bisschen dazu. Und der schwarze Looms dort weiß nicht wohin. Was mich jetzt mal interessieren würde, nachdem jetzt
Eigentlich ist ja Raymond wieder schuld, dass André wieder da ist wegen den Händen. So eine Scheiße, ey. Also werden die roten Looms zu bösen Looms, wenn sie erschreckt werden, und die schwarzen Looms werden zu roten Looms, wenn man sie zum Lachen bringt. Das wusste ich gar nicht. Habe ich wieder ganz vergessen. Ach ja, wie schön, wie schön. Ich hatte hier schon mal die Taste bereit zum Abschalten. Wie es aussieht, haben wir es gleich geschafft. Ja, es scheint so. Leute, ich bedanke mich für dieses schöne Let's Play. Dass ihr wieder mit zugeguckt habt, es durchgehalten habt, wenn überhaupt. Und ob es euch gefallen hat, da könnt ihr ja mal ein bisschen Feedback wieder hinterlassen. Wie jedes Mal eigentlich. Das werde ich jetzt wahrscheinlich bei jedem Let's Play danach sagen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht so doll gefallen hat, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht besser machen könnte. Und ja. Ach, ja. Sag mal, kann der auch mal einen anderen Move machen? Der ist zwar cool, aber ein bisschen monoton, oder? Was mich auch noch interessieren würde, ob der zweite und der dritte Teil eigentlich irgendwie zusammenhängen, weil der André, der war ja gleich beim ersten, also gleich am Anfangsszene mit dabei, ohne dass man irgendwie gesehen hat, wie der überhaupt entstanden ist. Und wie nochmal, Rayman 3, Hoodlum Havoc. Geht das jetzt nochmal von vorne los? Nein. Ja, Leute, wir haben insgesamt 59 dieser Viecher befreit, also 59 Käfige. Und ich muss sagen, es hat einen Heidenspaß gemacht und wir sehen uns einfach bis zum nächsten Mal beim nächsten Let's Play. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Glück in dem, was ihr gerade macht, egal was. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.